Bethesda Game Studios. Hallo Leute, ich begrüße euch zu Skyrim. Ich habe mir die Legendary Edition geholt, hatte ich ja schon in Minecraft gesagt, und habe mich dann so in das Game verschossen, dass ich mir gedacht habe, ey Alter, da muss ich euch ein Let's Play davon zeigen. Wir starten jetzt hier Skyrim, den Rollenspiel-Hit des Jahrhunderts, des neuesten Jahrtausends, würde ich ihn fast bezeichnen hier. Wir werden ordentlich Bock damit haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt. Gut, weit genug und lang genug, dass ich mich ein bisschen ins Spiel eingefühlt habe. Wir werden natürlich mit den Add-ons spielen. Ich habe mir die Legendary Edition geholt. Das heißt, wir werden schön zum Drachenmeister aufsteigen oder Vampirjäger werden und sein eigenes Haus errichten in Heathfire und schließlich in die Region Morrowind ziehen und auf Drachen reiten mit dem Add-on Dragonborn. Und jetzt erstmal die normale Hauptstory, das normale Hauptspiel starten. Also hier neu, wie gesagt, ein Charakter oder so ist schon da, aber das soll uns jetzt mal nicht abhalten, davon ein neues Spiel zu starten. Und hier gleich mal einen epischen Drachen im Ladescreen. Und die Schriftrollen erzählten von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Kriege führt. Alduin Königsreise wird befreit. Schatten der Vergangenheit, so hungrig, dass nach der ganzen Welt erlechzt. Oder sowas ähnliches, das war jetzt wieder halb geraten, da ich natürlich keine Ahnung habe, wie dieser Satz zu Ende gegangen ist. Aber der Drache hat schon mal Stil, muss ich sagen. Hohoho. Wenn ich mir denke, dass wir später gegen sowas kämpfen, ne? Bethesda Game Studios. Presence! Wo sind wir? Wieso habe ich so einen verschwommenen Blick? Was ist denn hier los? The Elder Scrolls 5. Skyrim! Woo! Ach, das wird so geil, Leute, ernsthaft. Wir hocken anscheinend auf einem Wagen. Gut zu wissen. Bisschen Smalltalk? Hä? Wollt ihr mit mir reden, Kumpels? Mach doch mal. Hey, du schaust dir nur nach vorne. Und irgendwie schaust du ein wenig traurig aus. Was ist denn los? Vertrau dich mir an. Hey, ihr. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. Im Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Schnauze! Stimmt mit dem nicht? Hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Ich glaube, davor gehen wir. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Haha, der war gut. Ich komme aus Hohenstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Ach, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Amen. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Gehen die hin? Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwemmt. Obwohl Bilot immer noch seinen Wacholderbeerenmilch braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Warum halten wir an?
Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Ich will nicht sterben. Ich eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Hoi. Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Ab mit dir. Lokir von Rorikstadt. Ab. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen. Schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Blöd gelaufen. Naja, Tod ist tot, egal wie, oder? Bevor sie den Kopf verpacken lässt. Wer seid ihr? Tja, und somit wären wir bei der Charaktererstellung. Und ich muss, um ehrlich zu sein, zugeben, dass ich schon eine ziemlich genaue Vorstellung habe, wie mein Charakter aussehen soll, was er für eine Rasse haben soll. Ich schaue bloß hier unten zum Waldelfen. Ich möchte nämlich, Waldelfen sind hervorragende Bogenschützen und ich bin jemand, der bei solchen Spielen sehr oft mit Bogen spielt. Deswegen würde ich sagen, erstelle ich jetzt hier meinen Charakter, es wird wahrscheinlich etwas länger dauern und spielt es dann in der Aufnahme, also im Part, in schnellerem Tempo ab, ja. Das heißt, ich erstelle jetzt hier meinen Charakter und am Ende werde ich noch ein paar Worte dazu sagen und dann fahren wir einfach ganz normal fort. Jo, ja, gut. Die nächste Zeit werdet ihr beschleunigt erleben. Danach melde ich mich wieder zurück. Viel Spaß bei der Quicktime-Charaktererstellung. So, das ist unser Charakter. So schaut der jetzt aus. Ist doch eigentlich ganz schick, oder? Finde ich zumindest. Also wie gesagt, ich wollte einen Waldelfer, die besonders gut im Bogenschießen sind, die Natur bändigen können. Das wird eine richtig tolle Sache mit dem. Vermute ich zumindest, denke ich zumindest. Also wir werden hier natürlich schon auch in den Nahkampf gehen, ansonsten wäre es ja langweilig. Aber ich bin doch so ein ziemlicher Schleichexperte bei solchen Spielen. Oder, naja, kein Experte, aber ich habe Bock drauf. Also ich habe Spaß am Schleichen, ne? Wir spielen jetzt einfach mal mit diesem Waldelf, mit der schicken grünen Kriegsbemalung, passt ja auch zum Wald und so, ne? Yo, ich möchte meinem Charakter gerne einen Namen geben. Ah, es geht sogar, Ördl, funktioniert, perfekt. Hätte sein können, dass es Ö nicht geht oder so. Ja, ich hab... Wieso geht das jetzt nicht? Wieso geht das jetzt nicht? Beenden und dem Charakter einen Namen geben? Ja. Ach so, vielleicht geht der Name eben doch nicht. Probieren wir mal einen anderen Namen, weil ich glaube, Ö geht eben doch nicht. Das scheint doch nicht zu funktionieren. Dann nehmen wir...
Irgendwas total Waldelfisches. Arbrus von Arbor, der Bau, nein. Animalus. Animblaus, nein. Animalus. Arbor. Also, weltlicher geht's nicht. Nicht viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsrand zu kommen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht. Ja, danke. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ihr seid so nett zu mir, jetzt werde ich auch umgemetzelt. Och, ich hab euch so gern, Kumpels. Gibt's ja gar nicht, ihr seid so nett. Wow, ich werde jetzt mit umgebracht, klasse. Ich habe doch gar nichts gemacht, zumindest weiß ich nicht davon, dass ich irgendwas getan hätte. Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Mutig. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Glaub schon. Du hast Zeit, glaub mir. Lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das aufsagen? Au. Kaiserlichen Dreckskerl. Genau, ihr Schweine. Vollidioten. Tod den Sturmmänteln. Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Waldelf? Ich? Nee, ich geh jetzt mal hier ganz flugs. Nein, 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 ich doch nicht. Da ist es wieder. Ein komisches Geräusch war da. Ich habe gesagt, zum zweiten Mal. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Nein, ich geh automatisch. Puh, ich will nicht. Hi, Kumpel. Vollidioten alle. Ich bin auch unschuldig. Wieso? Oh Gott, da muss ich gleich husten, Alter, wie das ausschaut. Oh! Ein Drache. Was habt ihr gesehen? Ah, und bin ich jetzt gerettet oder brät der mich gleich? Das ist natürlich die Frage. Alter Scheiße. Und es geht los. Voll der Shitstorm hier, Alter. Okay, los. Ja genau, das hätte ich jetzt auch gemacht. Schnell aufgestanden, dann die Beine in die Hand genommen. Ich stehe da schon. Ich folge dir schon, Alter. Wäre ich bescheuert, wenn ich hier nicht mitrennen würde. Boah, Alter. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Hoch durch den Turm. Los. Ah, Verwundete, Verletzte, ist ja verständlich bei dem Monsterviech, Alter. Wieso kommt das auf einmal, vor allem bei meiner Hinrichtung? Na, einerseits bin ich natürlich dankbar, schließlich hat das Viech mich gerettet. Ups. Brat mich nicht, ich will noch ein bisschen leben, hehe. Okay. Ja, da geht's nicht mehr weiter hoch anscheinend. Das Gasthaus auf der anderen Seite, springt durch das Dach und läuft immer weiter. Oh, ja. Ja, ein bisschen Schaden eingesteckt, aber dafür geht's jetzt weiter hier, flugs weiter. Ach so, meine Hände sind gefesselt, stimmt. Dann kann ich wohl schlecht Fässer durchsuchen und so. Weil da weiß ich ja sogar, wie es geht. Bin ich ein Skiller oder was? Hallo, bist du nicht der General, der mich umbringen wollte? Ahaha, Drache. Du siehst mich nicht.
am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hartwar. Ich bleib schön hinter dir, weil du kannst mich beschützen. Naja, wobei, gegen den Drachen wahrscheinlich auch nicht, ne? Oh, jetzt wäre auch klar, wieso. Hallo. Ja, Hilfe, ey. Ja, ich laufe dir schon hinterher. Keine Angst, keine Angst. Ich bin doch schon... Wow, verkohlte Leiche. Ja, eklig. Die sind alle schon verletzt. Wie sind die denn verletzt? Haben sich mit ihren eigenen Pfeilen abgeschossen oder was? Der Typ speit doch Feuer. Also entweder bist du tot oder nicht. Aber sowas kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt, jetzt müssen wir uns schon für eine der beiden Seiten entscheiden. Entweder die Rebellen oder die kaiserliche Armee. Ich finde den Typen da hinten, um ehrlich zu sein, ganz sympathisch. Aber was der da abgeleistet hat... Also, hallo, ich bin hier nicht das... Der hat nicht wieder groß widersprochen, als ich da nicht auf der Liste stand. Ja, der Typ stirbt trotzdem, deswegen gehen wir doch zum Ralof, wenn der so heißt. Jo, bin doch schon da. Gehen wir in die Festung. Denn das ist mir um einiges lieber. Der Typ hat nämlich von vornherein schön auf dem Wagen mit mir Smalltalk betrieben. Da bin ich mir sicher, dass er mich nicht gleich umbringt, ne? Kann ja sein, dass der seine Todesstrafe irgendwie nachholen will oder sowas. Ja, danke. Aber in Skyrim starb man immer als Gefangener, allein deswegen, ja, dass man komplett neu startet eben. Weil wenn du aus dem Gefängnis kommst, dann hast du seine Vergangenheit vergessen, du kannst einen neuen Start machen. Deswegen starten die hier immer mit Gefängnis, damit man auch einen neuen Start hat. Eine neue Welt. Sehen uns dann in Sovngarde, Bruder. Richtiges Geheimnis ist es aber nicht. Mach mal nochmal. Offenbar sind wir die Einzigen, die es geschafft haben. Das Ding war ein Drache. Kein Zweifel. Genau wie in den Kindergeschichten und Legenden. Die Vorboten des Endes aller Tage. Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Mach mal. Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Er wird ihn nicht mehr brauchen. Oh yeah, jetzt kann ich boxen. Gunja kommt nicht von den Toten zurück. Ja, keine Angst, ich nehme schon dem seinen Kram. Oh, cool. Legt die Rüstung an und die Axt. Ich will... Okay, Objekte. Eine Eisenkriegsaxt, die nehmen wir mal. Die Fellstiefel sind besser als die Lappen und der... Sturmmantelpanzer besser als die gewobene Tunika. Zack. Weg, hier herauszufinden. Weg damit. Ja, die ist verschlossen. Versuchen wir es mal beim Tor. Oder habe ich auch schon Zaubersprüche? Nicht, bitte mal alle anschauen. Heilung zu den Favoriten. Genau, mit Q können wir dann nämlich die Favoritenauswahl auswählen. Das ist sehr vorteilhaft, mehr als vorteilhaft. Flammen auch Favoriten. Tiere beherrschen, ja, das ist ein netter Zauber, aber ich werde es mal nicht zu Favoriten hinzufügen. Hier können wir dann übrigens auswählen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Aber, gute Idee habe ich gerade. Ist doch schwachsinnig, wenn wir hier nur eine Seite besetzt haben. Setzen wir doch die andere auch. Ja, so ist geil. Kommt schon, Soldaten. Die Kaiserlichen. In Deckung. Ich bin in Deckung, Kumpel. Öffnet dieses Tor. Ja, das war sogar ein Schleichangriff. Haha, geil. Gebraten. Und ich brate dich schon auch. Ja, meine Magiker ist niedrig. Ich muss einen Tragen trinken. Ich weiß. Muhahaha. Bam. Bams, Alter. Jetzt sag mir nochmal, ich soll einen Trank trinken, Alter. Die kriege ich auch so weg. Also das ist gerade noch so möglich. Dem sein Kram ist besser als meiner. Schlüssel nehme ich natürlich mit. Entschuldigung, dass ich hier noch ein paar Mal hust, aber ich habe erzählt, dass bei uns Volksfest war und ich war krank beim Volksfest und bin
krank, trotzdem aufs Volksfest gegangen, was natürlich wunderbar schlau ist, ne? Auf jeden Fall geht's mir jetzt nicht so besonders gut. Ja, ich mach schon gleich die Tür damit auf, keine Angst. Naja, wie gesagt, ich bin jetzt eben immer noch ein bisschen krank, auch wenn ich unbedingt das Projekt starten wollte, weswegen ich jetzt auf jeden Fall aufnehmen werde und aufnehmen wollte. Ich freue mich schon, seit ich krank bin, darauf, dass ich jetzt hier Skyrim aufnehmen kann. Und es sieht schon geil aus mit meinem mit dem Schwert hier und dem Feuerzauber, ha? Hat Stil. Ja, gib mir halt mal den Kohl, oder? Ich meine, Kohl kannst du nie genug davon haben. Ich verstehe immer nicht. Hui, einmal dagegen und eine ganze Karre haut's um. Vollkommen schwachsinnig. Echt. Mensch. Moment mal. Dann füge ich das nämlich auch schnell zu den Favoriten hinzu. Und dann brauche ich ja eigentlich nur ein Schwert. Und dann folgen wir dem lieben Ralof. Oh, da vorne sind welche. Kaiserliche oder Verbündete. Tja, das schert mich jetzt noch einen Dreck. Weil sie sind weg. Dieser Drache ist aber hartnäckig. Ja, der will uns auch hier drin noch töten. Alles, was wichtig ist, und dann weg von hier. Der Drache äschert alles ein. Holt sie euch! Ja, okay, da hat mein starker Angriff ins Nichts gezielt, aber dafür sind sie weg. Gut, beschlagen kaiserliche Rüstung. Ach so, okay, die habe ich noch gar nicht angelegt. Ich habe mich schon gewundert, hä? Die habe ich doch aufgehoben. Also, Armschienen, Stiefel, kaiserlicher Helm. Den Rest tun wir mal weg. Und dann sehen wir nämlich so aus, so. Schaut her. Stylisch, oder? Gut. Aber liebe Leute, wir haben schon wieder 20 Minuten hier in Skyrim vollendet. Ich muss sagen, in diesem Rollenspiel fliegt die Zeit wie im Flug. Ja, ich muss es wissen, ich habe nämlich inzwischen schon einiges hier gespielt auf Steam in Skyrim, ne? Ich freue mich auf den nächsten Part mit euch, für den klickt ihr rechts oben. Für den vorherigen Part klickt ihr links oben, den es gar nicht gibt, wie mir gerade aufgefallen ist. Ich glaube hier wieder meine Standardsätze, auch wenn sie vollkommen schwachsinnig sind irgendwie. Naja, es gibt natürlich keinen vorherigen Partner. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn euch dieses neue Projekt gefällt, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben, ne? Und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal informiert sein wollt, dann klickt einfach auf den Knopf. In 3, in 1, jetzt.